Sodele, Steuertüsen, hier ist jetzt das Thema. Ich habe hier vorne aufgemacht, habe eine Steuerdüse reingesetzt. Oder eine Gegenschubdüse. Ich wollte eigentlich vorne auf der Nase absolut gar keine Düsen haben. Ja, zwischen Wollen und Haben. Wir können jetzt einfach den ganzen Klabuster ausbauen, die noch weiter hintersetzen. Hier vorne weiter versenken, mehr Xenostahl davor machen, da habe ich eigentlich am meisten Lust dazu. Dazu müssen wir aber wirklich den kompletten Flügel hier umbauen, die sitzt mir sehr exponiert. Fangen wir mal an, die vorderste Düse zu versenken. Kann man vielleicht auch von vorne machen. Könnt natürlich vorher erstmal den ganzen Kram hier lackieren. Weil so gut wie jetzt kommen wir da nie wieder dran. Weil ich muss euch ganz ehrlich gestehen, wenn ich irgendwo in Preuß oder auf Schiffen bin und ich schieße irgendwo was raus und dann guckt mich der unlackierte Block an, denke ich mir immer, ah, guck mal da. Derjenige, der das gebaut hat, war zu faul, die Blöcke ordentlich anzupinseln. Ist fies, aber trotzdem, der Gedanke kommt mir immer wieder. So, dann können wir einfach mal die Wand zumachen, dass sie gepinselt ist von innen, denn rausgenommen ist schnell wieder alles. Jetzt versenken wir mal das Miststück hier im Rohr. Ich das in dem Leben noch hinkrieg. Wo hängt's denn? Ist doch nicht. Ah, ich habe einen Gottmodus nicht an, deswegen konnte ich die Düse gerade nicht setzen. Alles klar. Wieder orientieren, wo wir sind. Die sitzt noch viel zu weit vorne. Also dieser Gottmodus dann nervt einfach nur noch mit dem Rumgefliege hier. Manchmal ist er ganz normal, manchmal backt er einfach rum wie die Hölle. Denn sowas. Du kannst dich nicht bewegen, wie du willst. Na gut, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und die Röhre einbaue, jetzt hat sie sich mich reingebaut. Ist doch einfach nur noch lächerlich. Machen wir anders da. Wir setzen hier Bremsklötze und bauen sie von hinten. Monsterteil.
HP jetzt vorne. Sind wir zu weit vorne, glaube ich. Ja. Na gut, dann setzen wir uns eins weiter nach hinter. Das ist ja die kleinste Übung. Aber da waren wir schon. Da ist schon die Schräge. Knarf. Passt hier mal so gar nicht. Rum mit der Mutter. So. Sieht doch mal nicht schlecht aus. Falscher Block. Mit dem Maltool kann man nicht rechts Shift wegklicken. Sehe ich noch was Unangemaltes. So. Renn damit. Habe ich übersehen. So, das Miststück ist drin. Ist eigentlich auch nur durch direktes Feuer von vorne angreifbar oder man muss sich durch den Xeno hämmern. Das wird ein verdammt langer Flügel. Ich möchte nämlich hier eine Xenotrennschicht drin haben. Hatten wir vorher nicht. Und dann brauchen wir 1, 2, 3 mal 3.
So, aufgefüllt ist. Schubdüse rein. 3x3 misstreichen. Ja, komm, rein mit dir. Hallo Bane. Mit dir müssen wir auch noch rumoperieren. So, dann müssen wir da Bügel halt drüber setzen. Das ist nicht weiter tragisch. Können wir hier Verzierung setzen. Dann kommt das auch noch. Rampenblöcke. Na, einmal so rum. Einmal so rum. Jetzt könnte man natürlich die Düse, die sitzt hier sehr exponiert, obwohl auch gleich relativ weit hinten, natürlich noch weiter verstecken und einpacken, wobei die meines Verständnisses nach doch, der Bügel ging es letzte Mal genau drüber. Also grundsätzlich ist das nicht schlecht. Jetzt habe ich's. Wollen wir das so machen? Bin mir nur noch nicht sicher, wie gesagt, ob ich die jetzt so exponiert lassen möchte oder nicht. Im Zweifelsfall machen wir einen Testflug. Und schauen, ob die Düse dran bleibt oder ob es uns die Düse raushaut. Bis jetzt bei den anderen Testflügen haben ja die Gegner die Düse hier außen eigentlich in Ruhe gelassen. Was sie gemacht haben, ist das Geschütz rausgeschossen. Die Düse haben sie nicht weiter beachtet. Fragt mich nicht warum. Und jetzt kommt wieder eine Trennschicht. Ja, hier ist auch der WLAN-Empfänger. Und die letzte Düse. Das wird ein verdammt langer Flügel, aber dann sieht die auch nicht mehr ganz so Torbärer-mäßig aus. Hat ja auch schon der ein oder andere angemerkt, dass die sehr Torbärer-lastig ist. Aber klar, ich habe es von Anfang an gesagt. Scavenger-Fraktion, die sammelt auf. Am liebsten Weltraumschrott, verwertet den. Und da ist auch ganz klar, dass da Züge von bekannten Raumschiffen drin sind. Das ist gewollt, das ist beabsichtigt. Sonst hätte die Fraktion irgendwo ihre Daseinsberechtigung verloren. Das ist aber doof, das will ich nicht. Hier hatten wir die ganze Zeit genau.
Den hier hatten wir die ganze Zeit. So, da ich irgendwo heute noch zum Ergebnis kommen will. Was schon wieder hinreichend spät ist. Kurve müssen wir mitnehmen. Doppelte Breite. Cut. Paste. Paste. Ich weiß, seid ihr von mir gar nicht gewohnt, sowas. Es sei denn, ihr habt mich jüngst am UCH-Schiff rumschrauben sehen. Ich habe übrigens auch die Undo-Funktion gefunden. Dafür gibt es kein Knöpfchen, sondern das ist altbekannte Steuerung Z-Kombination auf der Tastatur einfach reinmachen. Und dann geht das seinen Weg. So, jetzt müssen wir das Ding hier noch nach vorne ziehen. N drücken, nicht M. Selektieren. Nee. Zu breit. Ein Klotz reicht. N. Gut. Nein, jetzt habe ich Copy gedrückt. So, wie war das? Steuerung Z. Da ist es wieder. Cut. Paste. Zwei drüber. Eins drüber. Paste. Da das ja doppelt ist, kann ich jetzt wahrscheinlich nochmal. Diesmal Copy, Paste, rüber, drehen, Rumpschubsmodus. Das ist nicht schlecht, aber wir müssen noch eins weiter vorne, sonst haben wir hier angekekst. Erstmal pasten. Neu selektieren.
Zieler bewegt sich in ungeahnten Sphären des Rumeditierens im Kreativmodus. Ausschneiden. Einfügen. Müssen wir auch noch üben, liebe Zieler. Ausschneiden. Einfügen. Und rumschubsen. Was ist denn jetzt passiert? Einfügen. Noch eins nach vorne. Und einfügen, damit es finalisiert wird, ne? Haha! So. Ungeahnte Möglichkeiten offenbaren sich hier. Einmal so rum und einmal zurück. Ja, müssen wir irgendwann mal schön machen. Hier jetzt natürlich außen Doppelwand. Warum? Ich habe Angst, dass es mir hier zu schnell durchschießt. Dreifachwand allerdings nicht Zieler. So, da haben wir doch schon mal einen Anfang. Und jetzt müssen wir nur noch den ganzen Kram hier drauf kriegen. Denn jetzt? Also, wie man mit dem Multiwerk umzieht, geht, habe ich schneller. Multi-Werkzeug umgeht, habe ich schneller gelernt. Kopf ist wieder schneller als die Klappe. Ausschneiden, einfügen, einfügen, kopieren, einfügen, rumschubsen.
So klappt das. Ich glaube aber, ich habe jetzt die falsche, oder die falsche Seite kopiert. Och, Manozilla. Ja gut, dann brauchen wir da die Übergangsplatte, dann haben wir es endlich. Weg damit. Was eine Geburt, hey. Akkord basteln. Da stimmt immer noch was nicht. Muss was stimmt machen. So. Da vorne hin. Anmalen. Alles anmalen. Knopf. Mit dir. Huch. So, sieht doch halbwegs nach was aus. Jetzt haben wir natürlich hier einen sehr, sehr, sehr langweiligen Flügel, da müssen wir noch ein bisschen texturieren. Jetzt wollen wir uns die ganze Karre mal von innen angucken. Wie fliegt sie? Wie viel CPU brauchen wir? von 8,7 Millionen, da setzen wir uns noch einen Kernturbo rein, dann ist der Drops gelutscht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir damit
so leicht rumkommen mit den zusätzlichen Triebwerken und den Geschütztürmen da oben drauf. Hier ist natürlich wieder nicht gespiegelt worden. Copy und Paste scheint nicht im Spiegelmodus zu gehen. Das heißt, ich nehme den kompletten Flügel von der linken Seite und kopiere den wahrscheinlich rüber auf die rechte Seite. Wobei das funktioniert leider nicht. Da müssen wir Einzelscheibchen. Bin ich jetzt schon wieder total angekekst, dass das nicht funktioniert hat. Hey. Für was habe ich denn die Spiegelachse und diesen ganzen Kackshit, wenn es am Ende nicht funktioniert? Ganz ehrlich. Ja, das Triebwerk, das können wir neu setzen, das ist kein Thema, aber die ganze Rumkopiererei hätte ich mir doch gerne erspart. Na, egal, ich kann es reparieren. Wir wissen hier Bescheid. Gucken wir mal, wie es fliegt, ob es besser fliegt. Rückwärts 92. Die Bane sollten wir jetzt nicht über den Haufen fliegen. Also Rückwärtsschub 92, das ist deutlich besser. Ich hätte nicht damit gerechnet. Wir hatten ja vor dem Umbau einen Rückwärtsschub von 60, 62 oder so. Mit 92, da kommen wir richtig gut hin. Vorwärtsschub 100, das passt. Hoch 52, runter 24, links rechts 24. Das ist eigentlich okay für meinen Geschmack. Die DPS, die müssen wir ausprobieren. Wir können das Schild anmachen. Nee, immer noch nicht. Da ist der Schildknopf. Wie sieht's mit... Warum bremst denn du jetzt bitte nicht? Habe ich die Schubdüsen aus? Ist der Sprit leer? Ich habe sie nicht alle an. 52, 100 vorwärts, 92 rückwärts. Der Bremsmoment nach oben ist suboptimal, aber klar, da haben wir ja nur halt einen Schub. Vorwärts die Beschleunigung ist okay, der Bremsmoment ist okay. Rückwärtsbeschleunigung, Bremsmoment, ja, rückwärts ist nicht gar so. Bremsmoment ist so, super, absolut super. Schauen wir uns die Bewaffnungen an. Großmittelraketen behalten wir, EMP behalten wir. Die Laserzellen, die 240er, die können wir vernichten. Wir haben nur noch die Mark 300, das machen wir uns voll. Die 375er Rack, die habe ich bis jetzt nicht benutzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich schmeiß sie fort. Mir macht Einzelschießen keinen Spaß. Ihr könnt natürlich gerne im Einzelschießmodus unterwegs sein. Dann könnt ihr die Muni entsprechend auffüllen. Ich möchte jetzt gerade mal gucken, was brauchen wir für unsere Artillerie. 406 mm Rack. Was ich da das für Zinnober mit mir rumtrage. Was war denn das jetzt? Tausend 43.000 ist zu viel. 36.000
32,6. Ja, so um die 115. 108. Ja, 1100 Raketen könnt ihr mitnehmen. Das sind zu viele. 1103 Raketen. Oh mein Gott. Schild haben wir an. Ist ein Bastionsschild drin? Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Herrschaften gespawnt bekommen. Die KI ist aber schon an, ne? Jetzt ist sie an. Das Ding hat einen Admin-Kern, ne? Ja, da kann nichts kaputt gehen. Offensichtlich kann es kaputt gehen. Ihr wisst, ich bin jetzt wieder total neugierig. Ich war noch nie in der Xerox-Handelsstation. Das nehme ich mit. Ja, also. Entschuldigung, war nicht so geplant, ist aber so gekommen. Ich wollte eine Xerox-Patrouille triggern. Okay, dann fliegen wir schnell woanders dahin und gucken, ob wir da irgendwas zum Abschießen finden. Diese Artillerie-Dinger, die sind ja ohne Worte. Vielleicht vorher noch speichern. Blueprinten. Ich habe jetzt aber nicht den hier. Ich habe den Santa überschrieben. Wie gibt's denn das jetzt? Ach, das wusste ich auch noch nicht. Große Schiffe selbst gemalt. Selbst gemalt. Es dauert jetzt eine halbe Stunde, bis er die ganzen Blueprints hier geladen hat. Ich habe hier Millionen von Blueprints auf der Platte. Und irgendwie hat der Controller auch einen Fehler. Irgendwo das große Raumschiff gehabt. Speichern als.
So. Geblueprintet haben wir es, wir haben es gespeichert, jetzt können wir irgendwie Testflug machen. Xerox Homeworld war irgendwo hier auch in der Nähe, frag mich aber nicht wo. Wir fliegen nach Mamme. P, nein, K. Das ist entweder eine Trade Station oder das ist wieder so ein Pentaxid-Teil. Gehen wir schnell schauen. So ein Pentaxid-Teil hätte ich jetzt eigentlich richtig Lust. Ach, ich habe meine Waffen jetzt durchs Neusortieren wahrscheinlich wieder kaputt gemacht. Schwere Artillerie ist Waffen nur Space. Ich bin fasziniert. Dass der die jetzt nicht in die Waffen, sondern Waffen nur Space Gruppe sortiert. Sind denn das Waffen nur Space? Die schießen doch auch von alleine. Ich verstehe es nicht. Okay. Ihr wollt mich doch echt auf den Arm nehmen, hey. Kannst du nicht in der oberen Box bleiben, hey? So. Halleluja. Ist hier gar nichts? Wollt ihr mich veräppeln? Xerax Heimwelt, Xerax Station, keiner da. Gehen wir nach Schnabupsel oder wie das Ding hieß. Oder im Kreativ spawnt nix. So, Switch to Survival wegen mir. Irgendwie müssen wir ja das Ding testen können. Okay, orange, gelb und blau. Wo sind diese blöden Xerax hin? Haben die alle Angst bekommen vor mir? Ja, da war ein roter Knubbel drin. Da ist was Rotes. So, Kleidermodus, los geht's. P. Artillerie.
9 Stück. Irgendwie ist in dem Kerngebiet der Zirax, ne? Glaube ich. Anhalten. Artillerie. Ups. Danke für den Tipp mit den Dingern. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Jungs, ihr seid großartig. Fast wie an Silvester, oder? Das werden wahrscheinlich die Täuschkörper sein, die dann in die Luft gehen. Ich frage mich ja tatsächlich, ob da nachher noch was übrig ist oder ob das Ding komplett pulverisiert ist. Wie krass ist denn das? Ja, ich glaube, das hat so das eine oder andere Loch bekommen. Das ist natürlich überhaupt kein Gegner für uns. Ich dachte eigentlich, K2V-Systeme sind Systeme mit... Ist hier ein Rucksystem in der Nähe? 160, ach du lieber Himmel. Nee, andere Richtung. Bleibt mal gleich an dem Ding hängen, wenn wir beschleunigen. Das ist armselig, was hier im Weltraum los ist an Zirax. Beschreibung. Was immer ich da gerade eben entdeckt habe. Ich dachte eigentlich, hier sind Drohnen. War ein Griff ins Klo, wenn man es genau nimmt. Was ist denn das? Hier. Da sind unsere Asteroiden.
Da werden hoffentlich Decimator oder so irgendwas sein. Mindestens Nullifier. Na also. So, was wollen wir denn abschießen? Ich weiß es noch nicht. Wir gehen einfach mal hin. Artillerie geht auf den Generator anwenden. Cruise Missiles Generator anwenden. An. EMPs brauchen wir nicht. Laser Generator anwenden. Große Schiffe. Du solltest vielleicht keine Drohnen targeten. Das erstbeste Ziel hinter mir 10 Kilometer. Ach, das ist nicht der Fliegende, das ist der Poi. Okay, da brauchen wir mehr. 10 vielleicht? Wenn wir von der richtigen Stelle ranfliegen. Keine Ahnung. Wenn wir uns natürlich jetzt durch den ganzen Asteroiden schießen müssen. Daneben. Ja. Es hat 3 oder 4 Mal laut gescheppert. So falsch habe ich gar nicht gelegen. Nur von den Dingern ist vermutlich nichts übrig. Haben wir irgendwas Dickereres? Nur Harvester, ne? Da ist irgendwas mit einem Kern. Warum sind denn hier? Warum sind denn hier keine Nullifier oder so irgendwas? Wollen mich doch alle auf den Arm nehmen, hey. Ja, reinfliegen, abwarten, was passiert, ne? Abhauen geht auch halbwegs schnell. Ich meine, das war schon ziemlich Harakiri. Das hält auch der Bastionsschild nicht bis in alle Ewigkeiten aus.
Oh, das ist der kleine. Doch, das ist der T2-Generator, der kaputt geht. Schild. Ja, ich habe einen Bastionsschildgenerator da drin. Warte mal kurz, bis das. Schild wieder steht, dann laden wir es auf. Hätte man natürlich vorsichtig erst annähern müssen, die Drohnen wegschießen und dann angreifen. Klare Sache, aber hey. Thema erledigt. Wir hätten vorne bleiben können und einfach noch die zweimal Geschütz abwarten, hätten wir ein bisschen Schaden auf die Nase gekriegt. Das ist weggesteckt, das wissen wir. Ich wollte das Ding jetzt nicht unnötigerweise kaputt schießen. Aber auch das ist gar keine Herausforderung. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich fliege das Ding zurück. In der nächsten Folge basteln wir dann an dem Teil weiter. Ich werde die Flügel verschönern, in der Reihen vielleicht verschönern. Oder wir basteln an der Bane weiter oder am CH-Schiff, keine Ahnung. Ich habe nur, wie gesagt, die Artillerie da draufsetzen wollen, gucken, wie sie sich verhält, und das ist großartig. Ich bin total begeistert. Vielen, vielen Dank für die Tipps.